Ja, da dachtet ihr wohl, ihr seid uns los. Ist aber gar nicht so. Es gibt noch einen Strike, den kriegt man nach dem Abschluss der Hauptquest. Bei mir habe ich das alles schon gemacht. Das heißt, ihr müsstet das mal bei Fritz gucken. Der geht nämlich jetzt zu Eris Morn und holt sich da die ganzen Belohnungssachen ab. Und dann kriegt man am Ende von dem Commander Savala oder wie der heißt, nochmal eine Quest für noch einen Strike. Ach so, okay. Dann Crazy. Bin ich da jetzt gleich mal auf dem Weg. Ich habe nur gerade bei der Poststelle noch Zeug bekommen. Ich sammle jetzt mal alles ein. Lauter Engramme werden mir hier hinterhergeschmissen. Dann gehen wir mal zu Eris. Schauen wir, was sie zu sagen hat. So, talk to me. Der Kristall. Du musst in Crotas Essenz baden, um durch den Riss gehen zu können. Hier geht es jetzt nochmal um diesen Kristall, den sie da aus dem Schwert rausgezogen hat. Die Vorhut hat meine Warnungen ignoriert. Doch jetzt wollen sie meine Hilfe. Kate hat nach dir geschickt. Tu, was er sagt. Behalte die Dunkelheit im Auge. Okay, also da geht es jetzt nochmal weiter. Der tote Orbit will eine Mit der Kampagne so mehr oder weniger, aber nicht so richtig, oder? Schau. Möglicherweise fehlt mir da Eris, selber auch noch aber eine es Quest. interessiert sie offensichtlich nicht, ob du lebst. Was nochmal was? Möglicherweise fehlt mir da auch noch eine Quest. Jetzt erzählt er mir schon wieder irgendwas über Tarnvorrichtungen. Kann sein, dass du diese Quest nie hattest. Das kann auch Näher, sein. Titan. Brauchst du neue Ausrüstung? So, ich spreche mal mit meinem Chef. Der hat so jetzt eigentlich nichts mehr für mich im Großen und Ganzen zu melden. Ach, schau mal, hier gäbe es die Geisterhülle und ich habe jetzt momentan den. Ah ja, okay. Was brauche ich denn da für alles? Legendäre Marken, okay. Vorhutrang 2, das habe ich ja schon. Für Wo die kriegt man gute denn die Sache. legendären Marken her? Aus den Strikes, oder? Das ist sehr gut möglich, ja. Ich spreche mal nochmal mit der Eris. Nee, mache ich offensichtlich nicht, weil jetzt ist gerade das Ding weitergesprungen, zu dem ich gehen soll. Aber das ist doch jetzt hier nur nochmal der Kryptarch. Bist du sicher, dass da nochmal irgendwie was kommt? Was ist denn hier los? Bei mir ist vor dem Kryptarch. Geh mal kurz aus dem Kryptarch-Menü raus und guck mal, wie Warte. viele Leute da rumstehen. Glück. Freibier. Wir müssen noch viel über Oryx lernen. Bisschen verrückt. Oh, das ist aber gar nicht so schlecht. Nehme ich jetzt mal die Pistole mit. Und was haben wir hier noch bekommen? Raketenwerfer, Raketenwerfer, Raketenwerfer. Du findest mehr Munition für diese Waffe und Kills mit dieser Waffe gewähren kurzzeitig Boost für den Hochgeschwindigkeitssprint. Ah ja, okay. Klingt beides ganz interessant. Und hier bin ich eigentlich. Ja, also wenn du jetzt sagst, du hast die. Du hast jetzt nichts bekommen. Warte mal kurz. Zack. Eine neue Suche bei dem Commander von wegen. Nee, ich gucke jetzt mal kurz bei den in die Suchen rein. Suchen. Also bei mir aktiv sind. Oh, ich kann jede Menge Dings abgeben. Jede Menge Quests. Legende der Titanen. Da bin ich jetzt bei Stufe 2. Warte mal. Nee, das ist wieder was anderes. Ja, das sind irgendwie Prüfungen. Das ist aber, das klingt wieder mehr nach einer Einzelgeschichte. Ich habe der besessenen König, Petra, sprich mit Varix. Das ist doch der Typ auf der Dings, ne? Auf dem Riff. Komisch, ne? Und ich habe bei, warte mal, ich habe bei König der Besessenen habe ich der Prometheus-Code. Ja, dann ist bei dir die Quest irgendwie nicht korrekt aktualisiert worden, während wir den ganzen Scheiß gemacht haben vorhin. Weil das hatten wir alle schon gemacht. Was waren das nochmal? Rasputins Verteidigung umgeben? Komisch. Aber kannst du mich dann trotzdem mit in den Ich hoffe mal, dass es das klappt. Dann gehe ich jetzt mal in Orbit. Ja, geh mal in Orbit zurück. Ich habe so viele Touren noch offen, irgendwie Veteranentour und so. Also muss ich mir alles mal in Ruhe angucken, wenn ich mal so spiele. Ist gerade ein bisschen viel Farbe. So, ich hoffe, meine Aufzeichnung funktioniert hier wieder, denn das Bild zeigt mir hier nur ein Standbild an. Aber ich glaube, es hat beim letzten Mal auch funktioniert, von daher. Das hier, König der Gefallenen Saber, Alt Ah, Strike. komm, schau mal. Da kann ich auch mitmachen. Na dann. Dann Abi.
Jetzt geht's Abi. Ach, also, was das sein kann? Ne? Kann es sein, dass es jetzt einfach nur ein alter Strike ist mit faulen Gegnern? Ach so, meinst du so Varianten? Hm. Das weiß ich nicht. Also oh, ich bin Level 40. Yay, congrats. Du kannst uns einen schönen Umhang anziehen. Das ist ja nett. Habe ich einen schönen... Ja, ich kann den schönen Umhang anziehen. Aber will ich den überhaupt haben? Ja. Schauen wir doch mal, was habe ich denn? Der passt zwar nicht so ganz zu meinen Farben, aber ist trotzdem okay. Was habe ich denn jetzt eigentlich noch für eine komische Quest bekommen? So, jetzt ist mein Nahkampfangriff auch ein bisschen verbessert. Was habe ich hier? Ruhige Hand, Stabilisierung. Hüter, wir haben eine Hochfrequenzübertragung reinbekommen. Herkunft ist irgendwo entlang der Küste, in der Nähe des Kosmodroms. Ja, was ist hier? Schießt ihr mit eurer Stimme? Das ist Rasputin, der KI-Kriegsgeist. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist das ein Notruf. Es gibt nur noch so wenige, die Ballett zu schätzen wissen, Hüter. Es wäre eine Schande, ihn zu verlieren. Das ist aber auf jeden Fall neu, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon. Wir können es uns nicht leisten, eine weitere Omnigul-Situation zu haben. Geh, schätze die Bedrohung ein und hilf Rasputin. Etwas, das den Kriegsgeist bedroht, bedroht auch die Stadt. Oh, jetzt habe ich auch so eine Pistole, die ist wie die von Saber Rider. Ich habe die schon wieder abgegeben. Na dann, fahren wir doch mal hin. Das ist doch aber neu da zum Rasputin rein. Als Strike? Als Strike. Ja, ich glaube schon. Oder sie haben wieder einen Destiny gepult und uns schön an der Nase rumgeführt. Da hat sie nochmal hingeduckt. Die nichts geholfen. So, zeig mal hier die kleine Pistole. Wir haben jemanden dritten mit dabei. Ich hoffe, dass wir wirklich hier auch runter sollen und nicht woanders. Sieht doch okay aus. Meine Levelleiste sieht jetzt auch unten irgendwie anders aus. That's what she said. Oh, drei davon. Ja, ich bin tot. War jetzt aber auch nicht wirklich so überraschend. Ich bin wieder tot. Zack. Rasputin lässt einen Kriegssatelliten aus dem Orbit fallen. Er enthält Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. Ja, genau. Diese Handfeuerwaffen sind... Seit wann sind das denn Spezialwaffen? Nee, das kommt drauf an. Es gibt manche Handfeuerwaffen sind unter Spezial drin. Also wie es manche Schrotflinten gibt, die Primärwaffen sind. Ja, das wundert mich auch mal ein bisschen. Ich habe auch schon mal Fusionsgewehre gesehen, die Primärwaffen sind. Und zumindest in irgendwelchen Listen, irgendwelchen... Ich glaube bei den Exotics oder so von Jahr 1, da waren die doch teilweise dabei. Ja. Die sind ja schon aufgedeckt, die Exotics von Jahr 1. Die von Jahr 2 muss man ja irgendwie noch finden, ne? Jupp. Wir müssen hier raus, ne? Hast du gesehen? Wie? Er hat einen Kriegssatelliten abstürzen lassen, den sollen wir suchen. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum ich diesen Gegner da unten überhaupt nicht besiegen kann. Wo bist denn du ungefähr? Zu weit weg? Na, halt raus und jetzt fahre ich mit dem Sparrow dahin. Das ist ja alles voll von Gegnern. Komm her. Okay. Für einen lahmen Sparrow, ich da drin habe. Das gibt es ja nicht.
Da gibt's ja, das war mir echt nicht so bewusst gewesen, aber es gibt ja echt wahnsinnig viele von den Sparrows. Ja, ja. Verteidige den Satelliten. Da oben ist er. Ach, das macht unser lieber Freund hier schon ganz alleine, weil wir so faul sind. Tut mir leid, dass es so lange dauert. Aber diese Sequenzen sind wirklich kompliziert. Und ich bin auch gar nicht mal so gut in Mathe. Sag mal. Kann es sein, dass das hier irgendwie ein paar Level über unseren Fähigkeiten ist? Das ist halt ein Strike, das ist auch mal schwerer. Ja, aber ich meine, also. Meine Waffe ist jetzt hier irgendwie. Die schießt wie mit Platzpatronen. Ja, willkommen in meiner Welt. Better Guns. Dode. Warte. Wobei das natürlich jetzt hier auch einfach ein Rehash ist von so einem Public Event, ne? Mit dem Satellitenverteidiger. Ja. Oh, da kommt ein Landungsschiff. Das sind lauter Unsichtbare. Lädt er dich schon wieder auf? Ja. Das war nicht mal ich. Ich jetzt recht drauf. Das Landungsschiff ist genau hinter uns. Ah! Das hat mich erwischt. Jetzt kommen die ganzen Messer-Heinis. Messer-Wisser. Ja. So viel dazu. Normal. Aber jetzt gibt's ja Checkpoints. Ich guck mal ganz kurz auf. Kleine Vorwarnung. Rasputin lässt einen Kriegssatelliten aus dem Orbit fallen. Darin sind die Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. Ja, schon ein bisschen albern, oder? Mal kann er uns die Tür einfach aufmachen. Oh, es ist einmal abgestürzt hier, cool. Mal geht's wieder nicht. Ach so, ja, naja. Ah, ist aber schönes Wetter. Scan. Ach, da ist ja noch so eine Lichtsäule in der Luft. So ungefähr weiß, wo das ist. Hier ist auf jeden Fall nichts, die Sniper-Rifle. Da kommt das Landungsschiff. Aber wie cool die aussteigen. Ja. Hast du die da gerade alle mit der Granate erwischt? Ja, fast. Die einen habe ich mit der Barrieregranate, die anderen mit der Säuregranate. Oder diese Giftgranate. Also. Es sind halt so viele mit gelben dabei, ne? Also gelben Schilden. Ich glaube, was am meisten nervt, das ist halt dauernd das Landungsschiff noch mit reinholzt mit dem Geschütz. Jetzt ist aber weg. Also das Landungsschiff. Oh. Sag mal, sind die gelb? Wenn der Lebensbalken gelb ist, heißt das eigentlich, dass die... Die sind stärker. Ja, die sind stärker, aber ist das bloß eine Warnung dafür, dass mein Level zu niedrig ist? Nee, das ist halt einfach eine höhere Variante von denen. Eine höhere Variante von denen, ja. Okay. Ja, scheiß Landungsschiff mit seinen blöden Geschützen. Okay, das Landungsschiff fliegt gerade weg. Alles Torpedo und Zeug. Und was ist das? Kommen die unsichtbaren? Die bleiben ja auch unsichtbar. Das Geile ist, die haben ja auch keine Lebensanzeige, ne? Unsichtbaren. Ja. Oh, irgendwas hat mich... Scheiße, hinter uns ist ein Landungsschiff. Ich bin tot. Die sind direkt da, Vorsicht. Das ist der letzte Fritz.
Hau mal lieber ab, ne? 20 Sekunden durchhalten. Ja, da super. 15, 13, 10, 7, 6, 4. Oh. Nein! Verdammt! Oh fuck. Ganz schön schwierig. Nicht so trivial. Rasputin lässt einen Kriegssatelliten aus dem Orbit fallen. Darin sind die Codes, die wir brauchen, um seinen Bunker zu betreten. Ich will das auch mal sehen, wie der runter crasht. Ah, cool. Da gibt's also nichts zu sehen. Haben wir eigentlich noch Dings abzugeben? Ja. Cool. Gibt sogar noch ein Engramm. So, bevor sie kommen, noch schnell aufleveln. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Ah, diese blöden Landungsschiffe zwischendurch. Ich glaube, da muss man sich echt Deckung suchen. Ach, das ist hier in der Nähe von diesem, wo dieser Char-Satellit abgestürzt ist. Ja. Oh, ich hab drei Lichtpartikel bekommen. Wofür das denn? Was macht man mit denen eigentlich? Was denn? Lichtpartikel? Ja, die laden doch dein Dings auf. Nee, aber es gibt die doch auch noch als Sammelobjekte. Achso, die kannst du benutzen und direkt gegen Erfahrungspunkte eintauschen, sind aber auch bei manchen Händlern Zahlungsmittel. Okay. Ich arbeite so schnell ich kann. Man hätte meinen können, dass Rasputin es uns etwas einfacher gemacht hätte. Ja, hätte man meinen können. Aber der andere hat auch hier seinen Bogen. Ich hab meinen Super auch gleich wieder. Ey, wie die ganzen Sachen zusammenwirken, das ist so ja. Geil. Boah. Da ist denn, wenn man auf einen Gegner schießt, der von dir unterdrückt wird, ja, dann ist es auch sofort immer ein kritischer. Ja. Hinter uns Landungsschiffe. Okay. Boom goes the dynamite. Ha, und schon wieder das Licht voll. Ja, wenn man mal zu. Wenn der Flow mal da ist, dann. Ich habe Pop goes the weasel. Machen wir uns auf. Sehr schön. Cool. Ja, war cool. Spannend. Würde ich sagen, machen wir Teil 2 dieses Strikes in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Bis dann.